Servus Leute, heute habe ich einen Shooter Born in Heaven Raid für euch auf Shoreline. Da habe ich den letzten Schuss gesucht und möglicherweise auch gefunden. Und auf dem Weg kam mir auch noch der ein oder andere PMC im Nahkampf in die Quere. Und es ist mein Shoreline Raid, bei dem bin ich nicht im Resort, sondern außen unterwegs. Und da war ja ordentlich Action geboten und am Ende auch noch mit Erfolg gekrönt. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar. Jetzt viel Spaß. Das ist ganz okay. Ah, bisschen Booster. Ja. Eine Ratte, hat er sich Zeit zum Aimen genommen. Gut, dass er ein verdammtes, was auch immer, Razor drauf hatte. Und kein Red Dot. Mit einem Red Dot wäre ich tot. Bin ich mir sicher. Ich glaube, der wollte auch Shooter Born in Heaven machen, oder? SP6 ist richtig krass, ja. Oh Gott. Ja, Wetter ist, obwohl, wenn da hinten jetzt einer läuft, sehe ich ihn extrem gut. Hier. Okay. Ja, keine Ahnung.
Ich glaube, Shooter Born in Heaven brauchen wir hier nicht weitermachen. Nicht mit der Witterung. Da ist einer. Lass ihn laufen, vielleicht kriege ich ihn noch. Schön, dass er den blauen Backpack auf hat. Ich gehe jetzt in Position, werfe eine Baitnade und dann versuche ich ihn zu ziehen. Keine 125, oder? Das ist ein Buschgammler hier. Wo kommen die alle her? Du hast es gehört. Safe. Das war vielleicht sogar dein Teammate. Zeit für Tama, ja, ja. Der geht ihn fix looten, ja. Glaube ich nicht. Ich habe die weiße Wand hinter mir, ich muss aufpassen. Das heißt, ich habe hier guten Kontrast, wenn ich ihn peak. Schade. Wäre jetzt auch zu schön gewesen, wenn er da gewesen wäre. Hey Leo. Sangador. Dieses komplette Schwarz auf Entfernung, ja, ist einfach schön. Ich finde es mega realistisch. Test Drive war schon immer deine. Aha. Komm, gib Test Drive 2. Aber die ist besser. Die ist besser. Nee, mit der SR2M Kills of Streets 20 Stück. Geht. Ja, aber Snipe mit Thermal ist halt so eklig, ne? Komm schon, einfach. Hier so ein Köpfchen. Schuss und Pling, Quest fertig. Aber nein. Ich meine, es könnte sein, dass ich welche am Pier sehe, ne? Also,
gezielte Headshots mit dem Thermal finde ich extrem anstrengend. Thermal ist halt so, das spammst du halt auf weiße Punkte. Shooter Born in Heaven 2. Die 300 Meter Quest. Hä? Aber ich muss sagen, mein Ping ist wirklich konstant. Das ist gut. Also ich bin überrascht, wie stabil das ist, über VPN zu spielen. Das obere Ende vom weißen Klumpen. Ah, endlich sagt mir das mal einer. Good to know. Meinst du, es ist allgemein sinnvoll, Headshots zu geben? Krank. Oh, shit. Surpriseless, vielen Dank für den Follow bekommen. Servus. Ist es über mit VPN besser als ohne? Nein. Jetzt gerade war 28% Packet Loss. Ganz kurz. Ich wusste doch, ich habe irgendwas gehört. Oh Scheiße, ey, die müssen genau hinter mir gewesen sein. Der arme Baum, ach. War bloß SB-103. Ey, die P90 ist sowas von gut mit den 50er Max und die ist so ein Laser. Es ist, wenn die Ammo noch ein bisschen stärker wäre. Die Sache ist, ne? Ich hab's die letzte Zeit erlebt, dass hier Nachzügler waren. Unfähige Waldratten. Das sind Sniper. Seiner Waffe nach zu urteilen, ist das ein österreichischer Elitesoldat. Das Gute ist immer, wenn man snipen gibt, geht auf Shoreline, hat man immer viel Nahkampf. Ich weiß, was er machen wollte. Shit, hätte ich die ein bisschen später erwischt, die wären runtergegangen. No. Ja, bei Nachzüglern ist es oft so, ne? Die müssen erst innehalten, weil gerade ihre Teammates im Discord ihre Lebensgeschichte erzählen. Ey, ich hatte ihn fast. Er ist fast tot da hinten. Ah, so eine Scheiße. Hat er den Headshot getankt, ja? Nächstes Mal spiele ich wieder gute Ammo. Ah, er ist übrigens am Baum. Links. Erst die Lebensgeschichte, warum man gestorben ist. Dann die Ansage, wo der Gegner ist. Das ist ganz wichtig. So macht man das. Und die Aussage, er ist low, bedeutet, ich habe einmal in seine Richtung geschossen. Der ist One-Shot, sagt man auch in der Fachsprache. Aus hier. Genau, und dann kommen die Anweisungen aufgrund des Discord-Streams mit 10 Sekunden Verzögerung. Ah. Im Teamspielen stelle ich mir schon schön vor. Zurück, was? Woher weiß ich das so genau?
Ich spiele schon sehr lange Shooter. Dieses Wissen lernt man da, kriegt man da mit. Hey Tomeka. Solo ist es einfach. Solo ist am besten in Tarkov, ja. Geht dir keiner auf den Sack. Du hast keinen, dem du die Schuld geben kannst. Außer dem Gegner. Oder dir selber. Wo, Mann? Gib mir den Shot. Da hinten sehe ich ihn eh nicht. Er muss hier vorkommen. Komm schon. Dankeschön. Verbindlichsten Dank, mein Freund. Der halbe Kopf hat gereicht. Scav Player, das glaube ich nicht. Der war nett. Das Game ist so mies. Oh ja. Ja, sonst muss ich aufpassen, nicht, dass da noch einer hockt, ne? Da hat er sich mit den Scavs so Mühe gegeben. Ah. Oh, noch einer. Oh, könnte tot sein. Yep. Er hier oben hat bedeutende Fehler gemacht. So offen stehen. Wie so ein Leuchtturm. Er hier unten war besser. Im Granatentrichter war er etwas safe. Paydeck das? Ach was. Die sind alle Level 70 plus, ich bin mir sicher. Ich habe Bedenken, dass da noch irgendwo einer hockt. Ja. Wert kommt. Erster wichtigste. Mein Nummer 1 Paid Actor. Der Schabi, man kennt ihn.
Shopee, verbindlichsten Dank. Jetzt nehmen wir noch den 301-Key mit. Dann gehen wir. Motor. Motor. Was mit meinem Internet? Ich spiele über VPN. So. War doch für einen Shooterborn in Heaven Raid recht actionreich, oder? Macht mal Hallo YouTube im Chat, Leute. Die Runde könnte ja fast verwendet werden. Proton VPN, Mahoni. Alle mal Hallo YouTube im Chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kills und 180 Meter beim Schappi in Hinterkopf für den letzten Shooterborn in Heaven. Danke dafür. $60.000 GPUs nicht gewonnen. Wetten auf eigene Gefahr. Hör auf zu jammern.